Ihr wollt wissen, wie ich diese Karten gebastelt habe? Dann bleibt jetzt einfach dran. Als erstes lochen wir drei Schneemänner. Und vier Sterne. Bei der Gestaltung der Schneemänner können wir entweder mit einem schwarzen Stift oben den Zylinder schwarz kolorieren. Das könnt ihr mit einem Filzstift machen oder wie ich mit einem schwarzen Tuschestift. Das wäre die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, da bekommt ihr es noch mal ein bisschen plastischer hin. Und zwar nehmt ihr noch mal schwarzes Tonpapier. Locht einmal einen schwarzen Schneemann und schneidet oben vorsichtig die Mütze ab. Die ist ganz klein. Entweder habt ihr feine Finger oder ihr könnt auch eine Pinzette zur Hilfe nehmen. Und das klebt ihr dann mit einem kleinen Tröpfchen Bastelkleber auf. Das ist die zweite Möglichkeit. Wie ihr seht, ist der dann so ein bisschen plastischer als dieser? Beides geht. Ich habe auf meiner Karte das jetzt gemischt. Als nächstes mache ich auf meine Schneemänner schon mal 1 mm Klebepads. Und auf meine Sterne mache ich auch schon Pads drauf. Als nächstes nehme ich nochmal den Fotokarton, nehme meinen zum Geburtstagsstempel, ein bisschen Stempelfarbe. Dann nehme ich eine Zackenschere, das ist diesmal diese abgerundete Form. Schneide mir ein kleines Schildchen zurecht. So lasse ich es. Als nächstes nehme ich ein großes Herz als Stanzschablone, weißen Fotokarton und stanze mir einmal das Herz aus. Als nächstes klebe ich jetzt einen von den Sternen, die ich ja schon vorbereitet hatte, auf mein zum Geburtstag Schildchen. So kommt auch dieser 3D-Effekt schön plastisch nachher zur Geltung. Auch wenn es weiß auf weiß ist. Als nächstes nehme ich wieder Stempelfarbe. Und koloriere ein bisschen meinen Fotokarton. Wie wir das auch schon mal bei den anderen Karten in den letzten Videos gemacht haben. Diesmal mache ich es dreifarbig. So, das reicht. Jetzt nehme ich mal wieder diese Stanzschablone mit den Luftballons, die ich auch in den letzten Tagen öfters benutzt habe. Wie ihr wisst,
Ich glaube, das ist eine in diesem Monat einer meiner Lieblingsschablonen. Die von euch, die meine Videos regelmäßig gucken, wissen jetzt, was jetzt kommt. Und zwar habe ich wieder durchsichtigen Embossing-Stempelkissen genommen, um das zu embossen. Jetzt nehme ich wieder Klaas Embossing-Pulver mit Hologramm-Effekt. Schön abklopfen und aufschmelzen. Als nächstes nehme ich meinen kleinen Trimmer und schneide mein ausgeschnittenes Herz zurecht. Erst halbiere ich es. Dann sieht es so aus. Und jetzt schneide ich hier in dieser Höhe auch noch mal gerade eine Linie ab. Dann sieht es aus wie so eine Hügelkette. Diese klebe ich jetzt hier unten in die Ecke mit Bastelkleber. Sollte hier so ein bisschen überstehen wie hier oder da, könnt ihr nochmal euren Trimmer nehmen oder eure Schere und schneidet das nochmal etwas zurecht. So sieht es jetzt schön aus. Jetzt klebe ich die restlichen Teile, die ich vorbereitet habe, auch noch hier drauf. So, jetzt habe ich alles aufgeklebt. Jetzt habe ich hier die Karte nochmal ein zweites Mal gemacht. Da habe ich die Farben ein bisschen variiert. Die Stempelfarben, wie ihr seht. Hier habe ich noch eine andere Variation für euch. Da habe ich jetzt einfach oben die Luftballonkette weggelassen, falls ihr die nicht habt. Stattdessen habe ich hier noch ein Herz draufgesetzt, ein Schneeherz mit alles Gute. Und ja, das ist auch eine einfache Idee für eine einfache Geburtstagskarte. Ja, das war mein heutiges Kartenprojekt für euch. Diesmal eine Geburtstagskarte für die Wintergeburtstagskinder. Ich sage bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls ihr ihn noch nicht abonniert habt. Und ich sage bis bald. Eure Tanja.